Das war kein freundschaftlicher Besuch. Das Poltern an der Tür kündigte es bereits an. In Polen ist der Polizei ein Schlag gegen Hersteller illegaler, gefälschter Steroide und Potenzpillen gelungen. In Bydgoszcz nahmen Beamte demnach 14 Personen fest und stellten über eine halbe Million Ampullen und Tabletten sicher. Außerdem seien 48 Maschinen zur Herstellung von Medikamenten beschlagnahmt worden. Stoffe und Maschinen seien hauptsächlich chinesischen Ursprungs gewesen. Bei der Anlage, die sich versteckt in einem Wohnhaus befunden habe, handele es sich um die weltweit größte Produktionsstätte dieser Art zur Herstellung illegaler Medikamente, so Agnieszka Milucz von der Polizei in Warschau. Gleichzeitig sei es die größte Fabrik für illegale Potenzmittel in Europa. Nach Angaben der Ermittler habe die Produktionsstätte vor rund einem Jahr den Betrieb aufgenommen. Absatzmärkte seien in Großbritannien, Griechenland und Rumänien ermittelt worden. Den Vertrieb habe man hauptsächlich über das Internet abgewickelt.